Moin, moin. Es ist Mitte März, fast bald April. Ein Gartenrundgang 2024 steht ja wohl mal an. Andere Perspektive, wie ihr seht. Bewegungsmodus. Ich zeige euch mal ein bisschen den Gemüsegarten. Bienchen und ein paar neue Projekte, beziehungsweise ein großes Projekt, was ich demnächst vorhabe. Seid gespannt. Los geht's. Und wer kennt diesen Blick? Naja, den Blick kennt ihr meistens nicht, aber den Blick. Da waren mal Bienchen. Die sind mir jetzt im Winter nämlich eingegangen. Leider. Vermutung liegt nahe, dass es doch die Varroa war. Scheiße. Ganze 8 Völker sind hops. Ich habe zu meinem Imkerpaten mein Leid geklagt. Er wiederum hat sich gefreut. Nicht wegen dem Tod der Bienen, sondern er hat ganze 11 Völker über den Winter gebracht und wollte eigentlich nur 4 Stück über den Winter bringen und hat gleich gesagt, Stefan, perfekt, du kriegst welche von mir. Das heißt, ich kriege nicht nur Ableger, sondern komplette Wirtschaftsvölker von ihm. Das freut mich natürlich riesig, aber jetzt komme ich ein bisschen in Bedrohung, weil bei Wirtschaftsvölkern oder andersrum, bei Ablegern, die kommen erst im Mai und Wirtschaftsvölker, ja, er geht gerne mal in den Raps, da kriegt man ordentlich Honig, sagt er, und dann soll ich auch schon seine Bienchen kriegen und der Raps blüht im Mitte April, das heißt Mitte März. Mitte April, da ist nicht mehr so viel Zeit. Bienenstand ist immer noch nicht fertig. Jetzt muss ich das irgendwie nebenbei mal schnell mal regeln. Und wahrscheinlich wird es da kein richtiges, ihr guckt zu, ich baue, sondern ich habe gebaut und ich erkläre euch, wie ich das gebaut habe. Video mal irgendwann kommen. Das muss ich jetzt nebenbei mal erledigen. Aber ich zeige euch mal, was ich da so vorhab. Kommt mit! Hier standen die 8 Völker, teilweise rechts und links, neben den Podest. Und dieses Podest habe ich damals gebaut für 4 Völker eigentlich und hatte reichlich Platz. Leider ist hier vorne, wie ihr seht, ja die Carportwand. Und das ganze Ding ist wie so ein Trichter, immer spitz zulaufender. Wenn man da hinten steht, kann man gar nicht richtig imkern, weil ja, es einfach viel zu eng ist. Das heißt, dieser ganze Imkerstand soll einmal etwas weiter rüber begradigt werden und dann parallel zu der Wand laufen. Ich habe das Zubehör, habe ich alles, nur die Zeit nicht. Deswegen baue ich das alles so peu à peu. Jetzt kommt morgen, übermorgen schon mal der Stand weggeräumt. Der Erdaushub hier vorne wird etwas tiefer, damit ich als Person tiefer bin als die Bienen und die ganzen schweren Waben nicht immer heben muss. Und dann hoffe ich, dass auch das besser für meinen Rücken ist. Und wer weiß, 4, 5, 6 Wirtschaftsvölker, das wäre mega. Denn auch dieses Jahr möchte ich wieder den Kropper Gemüsegarten unterstützen als Imker. Das heißt, 4 Völker hier. 1, 2 Völker dort vor Ort, die deren Gemüse dann bestäuben. Wer dieses Projekt noch nicht kennt, in Social Media habe ich in letzter Zeit ein bisschen Werbung dafür getragen. Das ist ein Gemüsegarten, der von einem Landwirt nicht betrieben wird, sondern der Landwirt hat einen bestimmten Bereich seiner Koppel einfach oder seiner Weide abgegrenzt, umgegraben, in Parzellen eingeteilt und die Leute von hier können überall herbeiströmen, sich da eine Parzelle pachten für eine Saison, also ein Jahr, und ihr Gemüse dort anbauen, wie sie gerne lustig sind, was sie gerne möchten, das ist deren Entscheidung. Er bringt Wasser hin, ein paar Gartengeräte haben wir auch mittlerweile schon da. Ich bringe ab und zu mal ein bisschen Saatgut hin oder ein paar Jungpflanzen, wenn ich welche über habe. Es wird kommuniziert und agiert zusammen. Wir machen ein paar kleine Sommerprojekte zwischendurch. Und das macht riesig Spaß. Also im letzten Jahr war das eine tolle Aktion. Und ich als Imker muss ja dann auch in der Hochkonjunktur ja wöchentlich dahin, um die Bienen zu kontrollieren. Und die kleinen Stöpsels, da die kleinen Kinder, die dann immer mit rumlaufen, die stehen dann schon immer, darf ich mal mit? Und dann kriegt jeder einen Imkeranzug. Und dann dürfen sie sich mal einen Teelöffel Honig frisch von den Bienen holen. Und das ist immer ein Riesenspaß. Und deswegen freut mich das auch noch.
Oh, Mikrofon. Deswegen freut mich das auch noch, dass ich wieder Bienen kriege und an dem Projekt dann dementsprechend als Imker teilhaben kann. So, genug geschwafelt über die Bienchen. Wir gehen jetzt Richtung Gemüsegarten. Das hier wird auch nochmal anders gemacht, weil so zwischen Baum und Regentonne sich mal durchquetschen. Da plane ich irgendwie hier vorne, seht ihr, irgendwie einen Treppenaufgang oder irgendwie eine Schräge bauen, damit man da vernünftig lang laufen kann. Gerade wenn man die ganzen Honigkästen da runterschleppt. Das war immer nicht schön. Entweder bin ich an der Regentonne hängen geblieben oder an der Hasel. So, ab ins Dunkle, durch den Schuppen. Wow. An der Benji-Totholzhecke vorbei, am Pflanztisch. Wer erkennt's wieder? So, dann sind wir im hinteren Teil des Gemüsegartens. An der Ecke, seht ihr, hier ist das Erdgewächshaus. Und hier auf dem Wall habe ich die letzten Jahre immer Erdbeeren gehabt. Hat auch super funktioniert. Also wir haben immer ganz tolle Erdbeeren geerntet. Aber der Boden ist hier so nährstoffreich, dass die Brennnessel hier richtig toll wächst. Der Giersch wächst hier. Alles, was hier nicht wächst, wächst hier richtig gut. Und das wächst dann immer in die Erdbeeren rein. Deswegen habe ich hier die Erdbeeren jetzt rausgenommen. Alles schön plan gezogen. Rechts und links eine schöne große Maurerbütt eingegraben und Rhabarber reingetan. Warum Rhabarber? Rhabarber hat große, große, große Blätter und damit erhoffe ich mir, dass die Brennnessel dann unterdrückt werden, der Giersch unterdrückt wird und der Rhabarber sozusagen auch den äußeren Bereich des Beets abschattet und der, ja, das Unkraut nicht weiter reinwächst. Und hier sollen Kürbispflanzen rein. Die Kürbispflanzen sollen dann Richtung Wall wachsen, da versuche ich die Pflanzen dann hin, also zum Nachbarn hin wachsen, da versuche ich die Pflanzen zu erziehen, denn hier vorne ist ja meine Wallbegrenzung, das wäre nicht so schön, da würden die Pflanzen kaputt gehen, umknicken. Genau, das war jetzt im Herbst das Projekt. Der Wall selber, den habe ich auch im Herbst erneuert. Die Europaletten, die hier vorher standen, die waren morsch, es guckten Schrauben durch, Verletzungsgefahr. Und jetzt, finde ich, sieht das ganz nice aus. Das kann erstmal so bleiben. Das Projekt mit dem Komposthaufen kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Oh, ich muss mal aufpassen, wo ich hinlaufe. Seht ihr? Das läuft auch super. Ein Kompostsieb habe ich mir auch da. Will ich mir aber wahrscheinlich nochmal irgendwas bauen. So eine bewegliche Trommel habe ich auf Pinterest schon gesehen. Aber das wahrscheinlich erst im nächsten Jahr. Rückwärts laufen ist nicht so gut. Ich nehme euch mal so mit. Dann laufen wir mal in die andere Richtung, zu den Regentonnen. Das war vor kurzem noch ein Projekt. Die Regentonnen. Warum diese Regentonnen? Da hinten auf dem Wall seht ihr auch Regentonnen. Die Regentonnen werden von dem Carport nämlich gespeist. Wenn die Regentonne voll ist, läuft das Wasser automatisch unterirdisch in diese Regentonnen. Und von den Regentonnen kann ich meinen ganzen Gemüsegarten bewässern. Jetzt waren die Schläuche verstopft. Alles voll Schlamm, Blätter, alles raus, alles sauber, das läuft wieder. Ich habe hier zwei große Tonnen. Das ist richtig geil. Wenn die überlaufen, läuft das Wasser nicht ins Erdgewächshaus, sondern hier vorne habe ich so einen kleinen Überlauf. Unter der Platte ist eine Regenrinne eingebaut. Und dann zeige ich euch mal, wohin. Zu meinem Teich. Seht ihr das? Und zwar da unten. Da kommt das überschüssige Wasser raus, läuft in den Teich rein. Der Teich. Ja. Ich hatte die Regentonnen sauber, habe mich gefreut, dass das Wasser reinläuft und dass auch alles gefüllt wird. Der Januar war ja sehr feucht hier. Das Wasser ist hier in den Teich gelaufen, aber immer wieder weggesackt. Also der Wasserspiegel war nie hoch. Warum? Ja, weil die Kinder im gefrorenen Teich rumgestochert haben. Und zwar mit der Grabegabel.
Die haben sich nämlich die Eisschollen rausgeholt und haben mit der Grabegabel da schön rumgepickert. Und dann war die Teichfolie Schweizer Käse. Das war natürlich nicht so schön. Also Teichfolie raus. Und dann habe ich mir gleich das Loch etwas tiefer gegraben. Die Wasserrandzonen oder wie man die nennt, auch anders angelegt. Und hier vorne einen Holzsteg gebaut. Das hat den einfachen Hintergrund. Ich möchte hier vielleicht nochmal so eine Art Sitzgelegenheit machen, so eine Halbschale, dass man am Teich sitzen kann und vielleicht sogar die Füße ins Wasser halten kann. Hier hinten ist jetzt zusätzlich eine freie Fläche entstanden. Da muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen, ob das so eine Art Blumenbeet wird oder weil hier ja die ganzen Kräuter wachsen. Muss ich mal gucken, denn beim Umbau des Gartenteichs ist logischerweise der ganze Staketenzaun kaputt gegangen. Die Stöcker waren alle morsch, das heißt, alle Flöcke mussten erneuert werden. Ja, die Arbeit hört dann auch nicht auf und dann habe ich den Staketenzaun um einen halben Meter gleich versetzt. Und dadurch ist wieder ein neues Beet entstanden, wo wieder eine neue Idee entstehen kann. Der Bachlauf ist logischerweise geblieben, aber jetzt im Winter bringt das nichts, den zu aktivieren. Ja, und dann sehen wir die Wachteln. Die große Fläche da habe ich sonst immer Kürbisse gehabt. Da wollen wir dieses Jahr Mais pflanzen. Ich habe mir Zuckermais besorgt, so eine robuste Sorte Baramara, keine Ahnung wie die hieß. Die soll dahin und dann wollen wir ein kleines Maislabyrinth zaubern. Was gibt's noch zu erzählen? Die anderen Beete sind auch alle schon vorbereitet und warten auf die Aussaat. Ich bin hier im Norden tatsächlich immer der Späteste. Wenn ich auf Instagram rumgucke, ja, die haben sich hier Salat gepflanzt, die sind da soweit mit den Tomaten, dann denke ich immer so, jo, cool, können's auch anfangen. Und dann gucke ich nach oben, gucke mir meine Hände an. Nee, viel zu kalt. Wir haben hier aktuell gerade 4 Grad, 3 Grad. Leichter Frost. Nee, danke. Da brauche ich hier noch nicht anfangen, irgendwas auszusehen. Das geht so oder so kaputt. Ein neues Gartengerät habe ich mir angeschafft. Und das will ich euch noch mal kurz zeigen. Das ist richtig geil. Das ist eine Gartenfräse. Kopf einziehen. Da ist sie. Achtung. Ich hole sie mal raus. Eine kleine Gartengrube, Gartenfräse. Gartendrehteil, ich weiß nicht, wie das heißt. Seht ihr? Und das ist so cool, weil wenn ich die Beete umgrabe und die teils noch nass sind oder wenn ich sie mit der Gartenfräse, der elektrischen Fräse da durchgehe und da entstehen so große Klumpen und dann zeige ich euch mal, was das Ding kann. Und zwar gehst du einfach über den Boden rüber und der zerkrümelt dir alles. Richtig genial. Habe ich letztes Jahr erst entdeckt. Wusste ich auch nicht, dass es gibt, aber für jede Situation gibt es wohl ein Gartengerät. Und das Teil zerkleinert dir jeden Erdklumpen. Ohne Mühe. Und dann hast du nämlich einen richtig feinen, krümeligen Boden, der noch durchlüftet ist. Und dann ist das alles fertig für die Aussaat. Boah, allmählich wird das auch echt kalt. Raus aus dem Gemüsegarten zeige ich euch jetzt mal ein neues Projekt, was ich demnächst mir anlachen werde. Aber wahrscheinlich erst Ende April, wenn das mit den Bienen geregelt ist. Also wir in der Kinderecke. Die sieht noch ziemlich chaotisch aus. Überall liegt Spielzeug, weil die Kinder angefangen haben, nämlich aufzuräumen. Der obere Bereich vom Baumhaus, der ist ja in 2 Etagen aufgeteilt. Oben und dann kannst du oben nach unten noch unten runtergehen und unten kannst du wieder rausgehen. Da sind Fenster eingebaut. Natürlich hat er auch ein Dach, kleine Terrasse. Hier sind an der Seite sind auch noch Fenster dran. Und wir sind am Überlegen, den unteren Bereich zu opfern, als Stall umzuwandeln und unter der Terrasse alles mit einem Kaninchendraht einzuzäunen, als sozusagen Foliere. Vielleicht sogar die kleine Sandkiste hier weg als Außengehege.
Und dann soll da irgendein Tierchen rein. Und jetzt kommt ihr. Was meint ihr? Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, Schildkröte. Also mein Favorit ist die Schildkröte. Aber bei den Kindern ist eher süß und streicheln angesagt. Schreibt es mal in die Kommentare. Auf was würde das Baumhaus, was für ein Tierchen sollte da einziehen? Ja, das ist ein Projekt, das wird ein bisschen größer, weil halt eben alles eingezäunt werden muss und es muss rattensicher sein. Das heißt, der Boden vom Baumhaus, das ist nur so ein Teppich, der da auf dem Sand liegt, der muss raus, da muss dann auch Kaninchendraht rein. Alles ringsherum muss abgesichert sein, damit ja kein Fremdtier da reinkommt. Strom ist ja Gott sei Dank da. Das heißt, im Winter habe ich auch eine Heizplatte fürs Wasser, damit das nicht einfriert. Ich habe Wärme, ich habe Licht. Also das wäre eigentlich ein idealer Platz. Aber mal gucken. Das ist so ein Projekt. April, Mai, Juni wird es schon wegen den offenen Gärten kein Platz mehr sein. Aber es soll ja nicht langweilig werden beim Gartenpapa. Und das war's schon. Ich bin durchgefroren. Meine Hände werden blau, ich will ins Warme. Ich hoffe, euch hat dieser spontan kleine Gartenrundgang-Inspiration gefallen. Bleibt beim Gartenpapa. Nächstes Wochenende ist Ostern und da wird es ein Gewinnspiel geben mit Isabella Schafsdünger. Da bin ich ja schon seit zwei Jahren in Kontakt immer mal wieder. Und deren Pellets verarbeite ich bei mir im Garten richtig gut und produktiv, positiv, und mehr will ich nicht spoilern, also bleibt dran. Und ansonsten wünsche ich euch schon mal schöne Ostern, bis zum nächsten Mal und tschüss.